أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir bedanken uns natürlich erstmal für die Einladung hier bei euch in der Moschee und bitten Allah Azza wa Jal, dass er das tief in eure Waagschalen stellt und dass Allah Azza wa Jal euch reichlich belohnt am Tage der Auferstehung mit keiner anderen Belohnung außer mit dem Paradies. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen zusammenbringen und möge Allah Azza wa Jal uns ihm immer gegenüber wohlgefällig handeln lassen. Allahumma amin. Und der Vortrag, den wir für euch vorbereitet haben, liebe Geschwister, ist ein Thema, über das nicht viel gesprochen wird. Aber es ist eine Krankheit, die bei Allah sehr übel ist. Und sie fällt vielen Menschen gar nicht auf, diese Krankheit. Aber trotzdem haben viele Menschen diese Krankheit. Diese Krankheit löscht alle Taten von einem Diener. Allah Azza wa Jal lässt eine Person, die diese Krankheit hat, nicht in das Paradies eingehen. Das ist die Krankheit Al-Ujub, dass eine Person sich selbst gefällt. Die Gelehrten sagen über Al-Ujub, Al-Ujub, an tara anna indaka ma laysa inda ghayrik. Al-Ujub bedeutet, dass man über sich denkt, etwas zu besitzen, was kein anderer außer ihm hat. Er gefällt sich selber. Du siehst deine Taten immer als gut an. Du findest das, was du machst, immer gut. Egal, ob es wirklich gut ist oder nicht. Du bist von dir eingenommen. Jemand, der diese Krankheit hat, sieht alles, was er tut, als seine eigene Errungenschaft an, liebe Geschwister. Er denkt, er hat das selber geschafft. Und er weiß nicht, der Ärmste, dass niemand uns die Gnaden gibt, außer Allah Azza wa Jal. Wenn er Wissen hat, denkt er, das ist auf ihn zurückzuführen. Wenn er Besitz hat, dann denkt er, das ist seine eigene Errungenschaft. Wenn er Kinder hat, dann sagt er, schaut mal, ich habe 7 Kinder. Als ob er dafür verantwortlich war, dass er Kinder bekommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Muhlikatu thalath. Es gibt 3 Dinge, die einen in das Verderben stürzen. Und er nannte davon, I'jabul mar'i bi nafsi, dass eine Person sich selbst gefällt. Eine Person gefällt sich selber. Er sieht seine Taten als etwas Besonderes an, während die anderen bei ihm keine Stellung haben. Nur das, was er macht, ist gut, liebe Geschwister. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu arda, er sagte, ma zala ash-shaytanu bi anifan, hatta ra'aytu anna li fadlan ala man khalfi la ummu abada. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, der großartige Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat vorgebetet in seiner Gemeinschaft und er sagte, der Shaitan kommt immer wieder zu mir und flüstert mir den Stolz in meinen Herzen ein, dass ich besser bin als diejenigen, die im Gebet hinter mir stehen. Wie viele sehen sich besser, wenn sie vorbeten? Wie viele sehen sich besser, wenn sie einen Vortrag halten, wenn sie eine Ermahnung halten? Wie viele sehen sich besser bei ihrer Tat als andere Leute? Und Utbah ibn Ghazwan, rahmatullah alayh, einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, Inni a'udhu billah an akuna fi nafsi azima wa inda Allahi saghira. Er sagte, ich nehme Zuflucht bei Allah, ich suche Schutz bei Allah, dass ich mich selber als gewaltig ansehe, während ich bei Allah keine Bedeutung habe. Wir sind von uns selbst eingenommen. Wir gefallen uns selber. Schaut mal, Malik ibn Dinar, rahmatullah alayhi, einer der Tabi'in. Er war einmal unterwegs in der Stadt. Dann sagte einer zu Malik ibn Dinar, du Murai. Was heißt Murai? Wer weiß das? Ja, es kommt von Riyah. Und Murai ist der Fa'al, derjenige, der Riyah begeht. Das bedeutet, das ist derjenige, der es liebt, andere zu beeindrucken, andere außer Allah Azza wa Jal. Er sagte zu ihm, du Murai. Zu wem? Zu Malik ibn Dinar. Und die Stellung von Malik ibn Dinar ist bekannt, liebe Geschwister. Als Malik ibn Dinar das gehört hat, hat er gesagt, wer hat da meinen Namen gerufen? Das stimmt, du hast recht, ich bin der Murai. Sie wussten, dass sie niemals sich selbst als etwas Besonderes sehen durften. Sie wussten, dass das, was sie im Leben machen, nur ein Erfolg von Allah Azza wa Jal ist, liebe Geschwister. Frag dich einmal, lieber Diener Allahs, ob du bei Allah die Stellung hast, die du dir selber gegeben hast. Manche sind schon im Firdaus al-A'la, ja? Wenn es nach ihnen gehen würde. Bist du bei Allah wirklich geehrt? Wird er dich in das Paradiesgarten eingehen lassen? Bist du besser als die anderen? Du weißt das nicht, o Diener Allahs. Wenn du dieses aber denkst, dann hat dich der Shaitan bereits betrogen. Und wallahi, wenn du auf diesem Weg bleibst, dann gehst du in das Feuer. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Amen. Denn ein Diener, ein gläubiger Diener, ein Diener, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, liebe Geschwister, er macht sich immer die größten Sorgen, dass Allah Azza wa Jalla seine Taten nicht annimmt. Wie kann man stolz auf Taten sein, die man selber nicht erreicht hätte, wenn wer dazu einem nicht verholfen hätte? Allah Azza wa Jal, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Und ihr könnt nicht wollen, sagt Allah, wenn Allah nicht will. Das bedeutet, wer verhilft uns zu den guten Taten? Allah. Wer gibt uns den Erfolg, dass wir überhaupt etwas erreichen? Allah Azza wa Jal. Nur Allah hat dir zu dieser Tat verholfen. Woher weißt du auch, dass Allah Azza wa Jal diese Tat annehmen wird? Hat dir jemand das geflüstert? Hast du einen persönlichen Engel, der dir immer die Botschaft gibt, wie die Sache aussieht oder nicht, lieber Diener Allahs? Du weißt das nicht. Du weißt nicht, ob Allah Azza wa Jal diese Tat von dir angenommen hat. Und dass jemand Ujub hat, das heißt sich selbst gefällt. Und im Arabischen sagt man Mu'jab. Mu'jab ist jemand, der sich selbst gefällt. Das bedeutet nichts anderes, als dass er ein Jahil ist. Wer sagt mir, warum ist er ein Jahil, wenn er sich selbst gefällt? Hä? Warum ist er ein Jahil? Nein. Weil er versucht, Platz von Allah einzunehmen. Er ist ein Jahil, weil er diese Tat, die er gemacht hat, bei der er sich gefällt, diese Tat hat er nur geschafft durch die Hilfe Allahs. Also auf was ist er stolz? Allah, er verhilft uns zu den Taten. Sogar, o Diener Allahs, wenn du bereust bei Allah, du hast viele Sünden begangen, möge Allah uns bewahren. Amen. Dann bereust du bei Allah und du hebst deine Hände und du sagst, ja Allah, vergebe mir. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Dann hat Allah ihnen zur Reue geholfen, Allah hat sie zur Reue gelenkt, die Diener, damit sie bereuen. Wer hat dir geholfen? Allah Azza wa Jal. Bedeutet, in deinem Herzen kam nur ein Moment der Reue. Wer hat den Rest für dich gemacht? Allah Azza wa Jal. Als dieses Gefühl der Reue kam, hat Allah, weil du dieses Gefühl hattest, hat Allah dich zur Reue geleitet, damit du auch bei ihm bereust. Und derjenige, der dich zur Reue leitet, er ist auch derjenige, der diese Reue von dir annimmt. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal. Haben wir Allah einmal kennengelernt, liebe Geschwister? Dass jemand Mu'jab ist, sich selbst gefällt, bedeutet nichts anderes, als dass er ein Jahil ist. Hätte er Wissen darüber, dass er nichts tun könnte, außer wozu Allah Azza wa Jal ihm verhilft, wallahi al-Azim, dann könnte er sich niemals selbst gefallen, liebe Geschwister. Es gibt viele Leute, die haben Ujub bezüglich der Religion. Einer gefällt sich mit seinem Wissen. Er sagt, ich habe Wissen. Und die anderen sind alle im Vergleich unbedeutend. Und in dieser Zeit haben wir viele von diesen super Gelehrten. Möge Allah uns bewahren. Schau mal, was die Engel sagen. Subhana, la ilma lana illa ma allamtana. Sie sagen, gepriesen seist du. Wir besitzen kein Wissen. Wer sagt das? Die Engel. Wir besitzen kein Wissen, ja Allah, außer das Wissen, was du uns gegeben hast. Außer das Wissen, was du uns gegeben hast. Das bedeutet, das sind Engel, liebe Geschwister. Wie kannst du dir selbst gefallen, wo du doch nur eine Sache von Allah Azza wa Jal bekommen hast? Und ohne diese Sache könntest du dir niemals selbst gefallen, liebe Geschwister. Einer gefällt sich wegen seinem Bart. Er sagt, das ist der richtige Bart. Das ist der Sunnah-Bart. Alle anderen Werte sind so gefälschte Werte. Das aber ist der Bart. Die andere gefällt sich mit ihrem Niqab. Sie sagt, niemand traut sich, außer mir. Ich bin diejenige, die wirklich gläubig ist. Die anderen Schwestern haben keine Bedeutung. Schaut sie an, sie tragen Hijab. Ich aber trage den Niqab. Wie eine Schwester, die einen Niqab hatte, hat diskutiert mit einer anderen Schwester, die Hijab hatte. Dann sagte die mit Niqab, sie sagte zu ihr, warum trägst du nicht den Niqab, zu der anderen Schwester? Und ihr wisst, in dieser Sache gibt es einen Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten. Dann sagte die mit Hijab, nö, also ich bin zufrieden mit dem Hijab und ich folge der Ansicht, dass der Hijab in Ordnung ist. Dann sagte die mit Niqab, naja, Hauptsache du bist Muslima. Hauptsache du bist Muslima. Schau mal, wie sie sich mit ihrem Niqab gefällt. Ujub, das ist Ujub, liebe Geschwister. Einer, er gefällt sich, weil er wunderschön Koran liest. Er sagt, ich könnte mir selber stundenlang zuhören. Er ist selber sein größter Fan. Er sagt, niemand darf vorbeten, niemand außer mir. Allahu Akbar. Weil er eine schöne Stimme hat beim Lesen, denkt er, dass er etwas Besonderes ist, liebe Geschwister. Eine andere Person, er sagt, ich gehe zum Dschihad. Ich bin besser als all diese kleinen Feiglinge. Ich bin der Löwe der Ummah. Er gefällt sich selber. Ist er schon da? Er ist noch nicht mal da. Aber er gefällt sich schon mal selber, schon mal einen Vorschuss. Und wir haben jetzt auch Löwinnen der Sunna, Frauen mit Niqab und Kalaschnikow. Du weißt gar nicht, auf wen sie schießen will. Die gefallen sich. Dann siehst du Fotos in Facebook. Niqab mit Kalaschnikow. Subhanallah al-Azim. Aisha radiallahu anha wa ardaha. War sie besser als die Frauen heute hier? Sie sagte, ja Rasulallah! Oh, Gesandter Allahs. Sie fragte wen direkt? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ala nisa'i jihad? Gibt es für die Frauen einen Dschihad? Dann sagte er, alayhinna jihad. Es gibt für sie einen Dschihad. Aber jetzt kommt die Antwort, la qitala fi, bei dem es kein Töten, kein Kämpfen gibt. Al-Hajj wal-Umrah, der Hajj und die Umrah. Aber wir haben Frauen, die sind besser. Wer ist schon Aisha? Ich hoffe, ihr versteht diese rhetorische Frage. A'udhu billah. Sie sagen, ich bin das. Was ist, soll ich dich auch abknallen? Und ihr seht, die sind 16, 17 Jahre. Wohin gehen sie? Nach Syrien. Subhanallah al-Azim. Darf eine Frau das machen? Seit wann darf eine Frau alleine reisen? Vorher haben sie diese Ansicht vertreten, dass eine Frau alleine nicht reisen darf. Aber dann muss man. Die Sache kann geregelt werden. Vertrauer sind viele da. Hä? Liebe Geschwister, sie finden sich toll. Subhanallah, ich habe von einem gehört, im Video, der irgendwo in der Welt ist. Und nicht jeder, der behauptet, dass er Dschihad macht. Wallahi macht Dschihad auf dem Wege Allahs. Azza wa Jal, yarhamukallah. Er sagte, die Leute, die nichts zu tun haben, sollen hierher kommen und von uns Mujahideen die Schuhe putzen. Hat Abu Bakr so etwas gesagt? Hat Omar so etwas gesagt? Hat Ali so etwas gesagt? Aber ihr seht, was hat bereits ihre Herzen erobert? Der? Nicht nur der Ujub, dass sie sich selbst gefallen. Dann gibt es noch eine höhere Form. Der Kibir, barakallahu fik. Nach dem Ujub kommt der Kibir. Das bedeutet, du gefällst dir nicht nur selber. Du denkst auch, du bist besser als die anderen. A'udhu billah. Sheikh Zuhri, Hafidullah, einer der Gelehrten, als er einmal hier war, er hat uns gesagt, bei Allah, ich sehe mich niemals besser als irgendeinen der Muslime, die hier leben. Und er ist ein Gelehrter. Es gibt aber Leute, die finden sich selber toll. Einer diskutiert mit jemandem und bringt ihn zum Islam, dann gefällt er sich selber und sagt, wie toll ich ihn überzeugt habe. Was hat er schon meinen Argumenten? Er konnte meine Argumente nicht erwidern. Wer hat ihn zum Islam gebracht? Allah, guck mal, der Ärmste, wie er sich täuschen lässt. Er denkt, er war es, weil er gute Argumente hatte. Ja, wer hat dir diese Argumente gegeben? Wer hat dir zu diesem Zeitpunkt Erfolg gegeben beim Reden? Es war Allah Azza wa Jalla. Die gefallen sich selber. Und liebe Geschwister, ich möchte, dass wir eine Sache verstehen. Es gibt Leute, die diskutieren sehr viel. Bis ich auch einen gehört habe von den sogenannten Predigern, der sagte, egal mit wem ich diskutiere, ich mache ihn platt. Jahil. Ein Jahil. Hört mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. Man talab al-ilm liyujariya bihi al-ulama au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuha al-nasi ilayh adkhalahu Allahu an-nar. Derjenige, der nach Wissen strebt, und höre gut zu, O Diener Allahs, vielleicht gehörst du dazu, derjenige, der nach Wissen strebt, der sich Wissen aneignet, um mit den Gelehrten zu diskutieren. Gibt es Leute, der lernt nur, damit er mit den Gelehrten diskutiert? Oder der die Unwissenden beeindrucken möchte. As-Sufaha, die Unwissenden beeindrucken möchte, oder der die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt. Was macht Allah mit ihnen? So wird Allah ihn ins Höllenfeuer eingehen lassen. Hadith. Von wem? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie viele gehen heute raus und diskutieren und komm her. Für dich habe ich Argumente für dich und für dich schon seit gestern. Der diskutiert mit den Leuten. Abu Hanifa, rahmatullah alaihi. Er sah, sein Sohn hat sehr viel diskutiert. Also sagte er zu ihm, komm her, du diskutierst mir zu viel. Dann sagte sein Sohn, ich diskutiere nur, um die Leute zu überzeugen. Er sagte zu ihm, nein, pass gut auf. Wenn ich mit einer Person rede, sagt, wer? Abu Hanifa, rahmatullah alaihi. Wenn ich mit einer Person rede, der auf der Falschheit ist, dann senke ich meinen Kopf und mein Blick ist auf dem Boden. Damit, wenn ich ihn Argumente nenne, er nicht die Freude in meinem Gesicht sieht und wegen dieser Freude die Wahrheit ablehnt. Er soll die Wahrheit annehmen. Ist jeder so. Worum ging es Abu Hanifa? Um die Wahrheit. Aber heute, wenn Leute diskutieren, Siegerflagge und Verliererflagge. Wie einer, der kam einmal zu mir, er sagt zu mir, Abul Baraa, kannst du mir so ein paar Argumente geben gegen diese und jene Sekte? Ich sage, wozu? Er sagt, ich möchte sie dissen. Ich sage, was? Dissen? Na, was ist das? Ja, du weißt schon, so fertig machen. A'udhu billah. Diskutieren wir deswegen? Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Derjenige, der mit den Gelehrten diskutiert oder die Unwissenden beeindruckt oder die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenkt, wo geht er rein? In das Höllenfeuer. Das ist keine leichte Geschichte, o Diener Allahs. Wenn du Wissen aneignest, für wen? Für Allah, dass du dein Jahl aufhebst und endlich deine Religion so praktizierst, wie Allah Azza wa Jalla es dir gebietet. فَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, wem? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit ihr recht geleitet seid. Du kannst nur recht geleitet sein, wenn du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst. Aber damit du ihm folgst, brauchst du was dafür? Wissen. Einer dreht seinen YouTube-Film und sagt, ich muss schon sagen, so wie ich rüberkomme, das ist der neue Superstar. Und ich habe immer Angst, wenn die Marktpreise für die Kameras runtergehen, dann gibt es mehr Prediger. Es gibt mehr Prediger. Wenn beim Mediamarkt die Preise runtergehen, eine Kamera 14,99 Euro, die Stürme nimmt. Sitzt im Wohnzimmer. Dann fängt er an. Wallah, ich habe Leute gehört, die können nicht mal Bismillahirrahmanirrahim richtig sagen. Aber Fatwa, oh. Das ist den Höhenflug. Allahu Akbar. Wo haben diese Leute gelernt? Wer kennt sie? Wer hat sie bestätigt? Aber die Kamerapreise, sie sind günstig. Einer dreht seinen eigenen YouTube-Film, liebe Geschwister. Ein anderer sagt, ich werde immer auf der Wahrheit sein. Fürchte Allah und sage niemals so einen Satz, denn wer hat dein Herz in der Hand? Allah Azza wa Jal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat den Sahaba radiallahu anhum ein Dua beigebracht. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O du Wender der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Darauf sagten die Sahaba radiallahu anhum, Atakhaf alayna, hast du Angst um uns, O Gesandter Allahs? Wir glauben an dich. Wir bestätigen das, womit du gekommen bist. Er sagte, nein, ich habe Angst um euch. Warum? Weil die Herzen zwischen den Fingern von wem sind? Von Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kayfa yasha. Er dreht das Herz, wie er möchte. Wer gibt dir die Garantie, dass du immer auf diesem Weg bist? Und liebe Geschwister, Sheikh Salih al-Munajjid, Hafidullah, erzählt die Geschichte von einem großen Gelehrten damals. Sein Name ist Abdullah al-Qasimi. Wenn die Leute Argumente gegen Ahlul Bid'ah vorbringen wollten, sind sie zu ihm hingegangen, denn er hat Ahlul Bid'ah vernichtet mit seinen Argumenten. Und er war einer, der sehr viel Wissen besessen hat. Er ist als Kafir gestorben. Wisst ihr warum? Mit der Zeit, als er gemerkt hat, viele Leute kommen zu ihm, er wird geehrt, ja schon fast gepriesen, hat er so viel Kibber bekommen, bis er dachte, er hätte die Stellung von Allah. Ein großer Gelehrter! Wer sind wir? Wenn du dir selbst gefällst, dann kommt erstmal diese erlösende, dann kommt das erlösende Ausatmen und dann denkst du wirklich mit der Zeit, weil dich irgendwelche Leute bestätigen und die Ärmsten wissen nicht mal, ob deine Taten, die du machst, für wen sind, oder für dich selber. Dann raufst du dich auf und denkst, du hast eine Stellung erreicht, wo niemand mit dir mehr diskutieren kann. Wallahi, es gibt mittlerweile Leute, wenn sie Fehler machen und man will ihnen eine Nasiha geben, der sieht sich so weit oben, dass er gar nicht mehr deine Nasiha hat. Imam Malik rahmatullah alayh, er war einmal in der Masjid, liebe Geschwister. Und es war bekannt, Imam Malik rahmatullah alayh, er folgte nicht der Ansicht, dass derjenige, der in die Moschee hereinkommt, dass es Pflicht für ihn ist, Tahiyat al-Masjid zu beten. Dann kam ein Junge zu ihm, zu Imam Malik, und seine Schüler saßen dabei. Dieser kleine Junge sagte zu ihm, hey du, er wusste nicht, dass das Imam Malik ist. Wie kannst du dich einfach so hinsetzen, während du noch nicht 2 Rak'a gebetet hast? Dann ist Imam Malik aufgestanden und hat 2 Rak'a gebetet. Dann haben seine Schüler zu ihm gesagt, Imam Malik, wir wissen, du folgst nicht dieser Ansicht. Er sagte, ja, aber als dieser Junge mich aufgefordert hat zum Beten, habe ich mich an die Ayah erinnert, wo es sinngemäß heißt, und wenn sie aufgefordert werden zum Beten, dann verbeugen sie sich nicht, und dann habe ich Angst bekommen und habe gebetet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Großgelehrter! Aber heutzutage einer, der nicht mal die Füße wert ist von Imam Malik, den kannst du keine Nasiha mehr geben. Warum? Weil er hat bereits einen Höhenflug bekommen, liebe Geschwister. Und wodurch kommt das? Das kommt dadurch, dass wir nicht erzogen werden. Und verzeiht mir, wenn ich das sage. Wallahi, wir sollten, bevor wir Wissen lernen, erstmal was lernen? Erziehung. Adab. Die Mutter von Imam Malik schickte ihn zu Waqir, rahimullah ta'ala. 14 Jahre hat er bei ihm Adab gelernt, bevor überhaupt das Wissen rankam. 14 Jahre. Warum? Weil die Sache, liebe Geschwister, damit verbunden ist, dass du niemals Wissen erreichen wirst, bevor du nicht den Adab gelernt hast. Möge Allah Azza wa Jal uns erziehen. Deswegen, liebe Geschwister, und das Gefährliche, wenn jemand sich selbst gefällt, er wird sich selbst niemals zur Rechenschaft ziehen. Warum? Weil er denkt, alles, was er macht, ist gut und richtig. Er ist gut und er ist richtig, liebe Geschwister. Deswegen wehe dir und wehe mir, dass wir uns selbst gefallen. Denn niemand hat dir bis jetzt gesagt, mit welcher Tat du sterben wirst. Ja, ich frage dich eine Frage. Kannst du mir garantieren, dass du als Muslim sterben wirst? Kannst du mir garantieren, dass du mit einer guten Tat sterben wirst und nicht mit einer Sünde? Worauf freust du dich? Auf was bist du arrogant? Und manche sind auch selbstgefällig, sie gefallen sich selber bezüglich der Dunya, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich höre kein Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, während ein Mann in seinen beiden Gewändern dahin stolziert, in seiner Hulla, Hulla ist etwas, was so eine rötliche Farbe hat, liebe Geschwister, er stolziert dahin, er läuft auf der Erde und er ist selber von sich beeindruckt. Lässt Allah ihn in der Erde versinken, und er fällt so lange bis Yawmul Qiyamah. Allahu Akbar. Warum? Weil diese Person, er stolziert auf der Erde herum, er gefällt sich selber und sieht, dass er das verdient hat, und dabei hat er komplett die Gnaden Allahs vergessen. Er denkt, dass er das verdient hat, liebe Geschwister, dass er diese Position bekleiden kann. Eine andere Frau, sie gefällt sich selber. Sie ist so schön, sie hat immer einen Spiegel dabei. Kennt ihr manche Leute, die küssen den Spiegel? Warum küsst er den Spiegel? Weil er denkt, ich bin so schön. Wir haben einen Fall, subhanallah, in Berlin, liebe Geschwister. Schaut mal, eine wunderschöne Frau. Das ist, was meine Familie mir erzählt hat. Eine wunderschöne Frau. Alles gehabt, was eine Frau braucht. Allah Azza wa Jal hat sie geprüft, eine Ader ist in ihrem Kopf geplatzt. Daraufhin haben bestimmte Funktionen ausgesetzt und sie ist gelähmt, und wenn man sie jetzt anstarrt, bekommt man Angst. Sind die Gnaden in unseren Händen? Antwort? Nein. Worauf bildest du dir etwas ein? Ja, wenn du hübsch bist, dann nutz diese Schönheit für die Dauer. Lächle die Menschen an. Tu das Gute damit. Bist du hübscher als Yusuf a.s.? Yusuf a.s., er war doch wunderschön. Hätte er nicht jede Frau haben können? Schaut mal, die Frau von Aziz, von seinem Arbeitgeber, die nach ihm verlangt hat. Und niemals hättest du normalerweise gesehen, dass eine Frau in einer gehobenen Stellung einen Diener begehrt. Was war Yusuf a.s. bei ihr? Nur ein Diener. Und sie wollte ihn. Warum? Weil er so wunderschön war. Und sie lud die Frauen ein, damit sie Yusuf a.s. betrachten sollten und sie nicht mehr kritisieren sollten, damit, weil sie gesagt haben, das ist nur ein Diener, was willst du von ihm? Sie sagte, schaut ihn euch selber an. Und sie hatten Teller auf dem Tisch und Messer und haben sich in ihre Finger reingeschnitten, während sie auf Yusuf geschaut haben. Und sie haben das nicht einmal gemerkt. So wunderschön war Yusuf a.s. Hat er gesagt, weil ich so schön bin, nutze ich jetzt meine Schönheit aus? Nein, Herr. Nutz die Schönheit aus für die Dawa, für die guten Dinge, so dass Allah deine Schönheit segnet. Möge Allah eure Schönheit segnen. MashaAllah, und in der Tat sitzen hier hübsche Brüder. Möge Allah uns nur die Gnaden erkennen lassen. Möge Allah diese Gnade nur für ihn verwenden lassen. Liebe Geschwister, das, was wir brauchen, ist Bescheidenheit. Tawadu, Bescheidenheit. Das ist das, was wir brauchen. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der beste Mensch. Allah hat ihm alle Sünden vergeben. Die zuvor waren und die zukünftigen. Welche Stellung hatte er bei Allah Azzawajal, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auserkoren hat, damit er der letzte aller Gesandten sein darf, damit er der letzte Prophet ist, damit er derjenige ist, der zu der gesamten Menschheit geschickt wird und nicht nur zu einer Stadt, zu einem Land, zu einem Gebiet, nein, zu der gesamten Menschheit. Liebe Geschwister, was sagte dieser großartige Gesandte sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, bal akulu kama yakulu al-abd. Ich esse wie ein Diener isst. Und ich sitze wie ein Diener sitzt. Und wahrlich, ich bin nichts anderes als ein normaler, einfacher Diener. Rasulullah, hast du eine höhere Stellung als ihn, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deswegen ist Tawadu für uns angesagt, dass wir bescheiden werden, liebe Geschwister. Bescheiden in unserer Art, in unseren Taten, so wie wir uns geben. Wir müssen, was sein? Bescheiden. Und passe auf, denn es gibt Leute, die präsentieren sich als bescheiden und höre dieses Beispiel. Einer geht und sieht Arme, die sitzen dort und essen gerade was. Was macht er? Er sagt, ich setze mich zu denen hin, um bescheiden zu wirken. Damit die Leute sagen, MashaAllah, der ist bescheiden. Wenn er dort sitzt mit den Leuten und er demonstriert Bescheidenheit nach außen, aber im Herzen denkt er etwas Besseres, dass er etwas Besseres ist, dann hat er Kibr. Obwohl er Bescheidenheit demonstriert. In der vermeintlichen Bescheidenheit hat er was? Kibr. Warum hat er Kibr? Weil er sich sagt, obwohl er mit den Armen sitzt, ich bin etwas. Ich bin etwas Besseres. Dieser Satz, pass auf. Aber wenn einer mit den Armen zusammensitzt und er sieht, seine Stellung ist nur diese Stellung, er gibt sich selber keine Stellung, weil er weiß, er ist bei Allah unten, dann ist er wirklich bescheiden. Das heißt, er kennt seine Stellung. Dieser ist wirklich bescheiden, liebe Geschwister. Deswegen, niemals darfst du zeigen, dass du bescheiden bist, obwohl du in deinem Herzen was hast? Okay. Möge Allah uns vor Hochmut bewahren. Möge Allah uns richtige Gottesfurcht geben und uns segnen und uns niemals uns selbst gefallen lassen. Möge Allah uns immer erkennen lassen, dass nur er die Herzen in der Hand hat. Möge Allah uns viele gute Taten machen lassen und er uns nicht das Gefühl gibt, dass wir schon bereits Paradiesbewohner sind. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.